Alter. Ich frage mich, ob wir noch da oben hinkommen. Aber alleine das mit dem Mond, das sieht schon mal hart aus. Frisches Gewürz. That was close. Hoffnungskerker Ost E4. Oh, what are you? Ich habe mich gerade gefragt, ob hier jemand geschossen hat. Wer bist du? Du siehst nicht so gut aus. Ihr seid noch unversehrt, oder? Woher kommt ihr? Du liebe Zeit, ich bin so neugierig. Oh, vielleicht möchtet ihr etwas aus meiner Sammlung. Was für eine Sammlung? Es ging mir schon besser. Ich war mal eine Adlige und ich kann euch ein paar schöne Dinge zeigen. Was für schöne Dinge? Ehemalige Frau des Adligen. Okay. Zuvor waren hier viele andere gefangen. Doch sie wurden wahnsinnig. Und wagten sich nach oben aus freien Stücken. Erlösung? So etwas gibt es nicht. Kann ich dich nicht einpacken und zum Nexus bringen? Die Königin verbannte den verkommenen alten Mann aus dem Land. Er kehrte in seltsamen goldenen Gewändern zurück mit garstigen Dämonen im Schlepptau. Sie plünderten das große Latria, das Land der Gelehrten, und sperrten uns in dieses Gefängnis. Seitdem nähren sie sich von unseren Seelen. Sie erzählen uns immer wieder, dass wir erlöst werden, wenn wir nur nach oben gehen. Was bedeutet das, nach oben gehen? Ich kenne die Wahrheit. Die Göttin der Kirche stirbt vielleicht, aber nie für lange. Wir sind für immer unten gefangen. Erlösung? Was kann sie denn verkaufen? Getötete Feinde gewähren mehr Seelen. Ring der Gier. 50.000. Schwarze Bolzen. Rapier. Mondlichtsteinscherbe. Scherbe aus Erz spiegelt Mondlicht wieder. Verleiht Waffen einen starken Magieeffekt. Vollmondgras, frisches Gewürz, altes Gewürz, Augit der Führung. Die ist aber, glaube ich, teurer als der Händler in unserem Nexus. Ach, schon in Ordnung. Was, du möchtest hier bleiben? Warte mal. Es ging mir schon besser. Ich war mal eine. Es ging mir schon besser. Ach, schon in Ordnung. Ich möchte hier bleiben, aber ich brauche Seelen, um bei Verstand zu bleiben. Das wisst ihr natürlich schon. Das heißt, wenn wir ihr keine Seelen geben, ist sie irgendwann tot? Na komm. Es ging mir schon besser. Dann kaufe ich einmal Vollmondgras bei dir. Damit es dir besser geht. Vielen Dank. Jetzt kann ich eine Weile länger hier bleiben. Ich weiß halt wirklich nicht, ob die sonst sterben würde. Das würde ich nicht riskieren. Auch hier sollte man eher wieder nicht runterfallen. Wir wissen mittlerweile... Die Scheißkerle. Respawnen die? Ist da drüben Loot?
Was ist das da drüben? Ach ja, da drüben war Loot, an den ich nicht rangekommen bin. Ein echt creepiges Gebiet, kann ich nur sagen. Real creepy. Ah! Ich glaube, ich brauche mal das, was ich eben gekauft habe. So, das hatten wir aufgemacht. Da kommen wir nach außen. So, und hier sind wir hier noch nicht weitergegangen. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das genau die andere Seite von dem da hinten sein. Da ist nichts. What are those? Ich wüsste es gerne. Ah, okay. Wir können hier nur das Ding zerstören und weiter kommen wir hier aber nicht. Und hier runterfallen ist eine blöde Idee. Haben wir beim letzten Mal gesehen, okay. Ich wäre gerade schon wieder fast runtergefallen. Habt ihr es gesehen? Ich stand mit einem Fuß schon im Grab. Überall diese gespenstischen Lichter. Wo zur Hölle werden wir hinkommen? Wo ist der Abgrund? Da. Ich sehe hier keinen von diesen Magiern. Hoffnungskerker Ost E3. Ne, E4. Das Thema hatten wir schon. Ja, dann passiert nämlich genau das. Stimmt er mit euch nicht? Man sieht hier auch einfach nichts, wo noch irgendwer steht. Da. Ah, nice. So geht das auch. Er scheint das automatisch anzuvisieren, was für unsere Zwecke natürlich sehr gut ist. Das können wir dann bei dieser anderen hängenden Leiche dann auch noch machen. Habe ich gerade Leben verloren? Nee, habe ich nicht, ne?
trotzdem, man wird skeptisch bei dem, was man hier so erlebt. Hier haben sie einfach schon alle abgemetzelt, oder was? Hier sind nur noch die eisernen Jungfrauen mit Inhalt. Ring der magischen Schärfe. Schärfe. Erhöht Magiekraft, mindert Magieverteidigung. Fair enough. Seele eines unbekannten Helden. Dass ich mich dagegen aber auch nicht verteidigen kann, ne? Ich kann nicht das Schild heben und öffnen, oder? Nee, kann ich nicht. Ich muss das Schild senken. That's fucked up. Noch mehr Seelen. Ich werde sie benutzen. Jetzt geht es offenbar wieder nach unten. Es ist gruselig hier. Altes Gewürz. So, wo genau ist das jetzt? Waren wir hier schon oder gar nicht? Wir waren hier noch gar nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass ich den irgendwie abschlagen kann oder so. Ich habe jetzt halt auch nicht mehr so unendlich viel Mana. Und das hat zum Beispiel nicht getroffen. Das auch nicht. Geht doch. Königslotus. Es ist unfassbar, wie viele Zellen hier einfach sind. Ah, hier hätten wir sonst nicht hinkommen können. I see. Und das ist verschlossen. What? Dann fehlt mir noch irgendein Schlüssel. Ohne den komme ich da nicht hin. Reden! Da ist jemand drin! Oh, seid ihr ein Mensch? Ich bin Frick. Ich bin schon ewig hier eingesperrt. Vielleicht könntet ihr mich ja befreien. Meister Frick! Ich bin ein Weiser und kann euch im Gegenzug meine Macht verleihen. Oh, aber passt auf die Wachen mit den Tentakelköpfen auf. Wird erledigt! Ich habe erst dann gesehen, durch das Dreieck da unten, dass man halt auch was anderes da noch machen kann. Vielleicht könntet ihr... Ich bin ein Weiß. Oh, aber passt auf die Wand. Aber wie? Wir brauchen einen Schlüssel, den wir bisher noch nicht haben. Und der Schlüssel kann Frick befreien. Durch die Dunkelheit. Schlüssel E1. Können wir damit Frick befreien? Was stand da noch? Hoffnungskerker B9. Scheint verschlossen zu sein. Schade. Ist wahrscheinlich auch wieder eine große Abkürzung.
Versuchen wir mal, Freak zu befreien. Cool, so ein namhafter Charakter des Spiels. Mist. Das heißt, die Schlüssel, die wir jetzt gefunden haben, die helfen uns da gar nicht weiter. Und hier auch nicht. Ich bin skeptisch. Okay, da kommt man noch gar nicht ran. Nein, 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 nein. Nein, da ist eine Nebelwand. Da ist eine Nebelwand. Und ich habe fast nichts. Und ich habe keine Abkürzung. Dear God. Das ist kein Boss. Aber es ist ein großes Gebiet, oder? Findet ihr nicht? Schwarzer Bolzen und schwere Armbrust. Und da vorne ist ein Magier, der da rumläuft. Man kann ihn kaum sehen, aber er ist da. Kriege ich ein Easter Egg oder sowas, wenn ich alle von denen besiegt habe? Ich höre irgendwas, aber ich sehe nichts. Und das ist das, was mich verwirrt. Okay. Okay, genau. Hier war die Nebelwand. Geppetto, what are you doing? Er muss halt kommen. Er muss näher kommen. Er kommt näher. Nein! Nein! Wie denn? Ich sehe ihn doch gar nicht. Oh. In diesem Teil des Hoffnungskerkers sind irgendwie nur noch wenige.
Scheint verschlossen zu sein. Vielleicht finden wir da gleich noch einen weiteren Schlüssel. Da unten ist Loot, aber... Da, bitte helft mir. Ist der hier irgendwo? Der die ganze Zeit geschrien hat, ist der hier irgendwo? Hi! Aha. Ihr seid noch bei Verstand, oder nicht? Ja. Ich heiße Riedel. Bitte, befreit mich aus diesem Kerker. Mir bleibt nur noch wenig Zeit. Ich muss einen Gegenstand von meiner Leiche beschaffen. Ach, der ist auch in der Seelengestalt, klar. Okay. Wie ihr sehen könnt, ist von mir nur mehr meine Seele verblieben. Ja. Meine Leiche liegt in einer anderen Zelle. Ich gehe davon aus, sie ist schon völlig verwest. Mein leibliches Fleisch kümmert mich nicht. Doch ich trug etwas bei mir. Ein Andenken an meine selige Frau. Ich werde bald ins Jenseits schwinden. Mein letzter Wunsch ist, dies nahe der Erinnerung an meine Liebste zu tun. Das ist süß. Den Schlüssel zu dieser Zelle besaß einst ein Vasall des Königs. Oh. Ein dreckiges Schwein mit einem unersättlichen Fettbauch. Oh. Und wo ist der jetzt? Wie ihr sehen könnt, mein... Na, der wird ja wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe sein. Ich glaube nicht, dass der weit weg ist. Hoffnungskerker E2. Ja, von E haben wir ja auch noch gar nichts. Von E2. E1 haben wir. Ist die Ebene unter uns. Was haben wir da denn gehört? Ja, blöderweise kommen wir auf die andere Seite nicht. Ich wüsste zumindest nicht wie. Vielleicht von unten aus und dann wieder hoch. Nach unten zu gehen ist mir leider auch nicht wirklich geheuer. Was wir da für Geräusche gehört haben, die machen keine Lust auf diesen Abschnitt. Was genau ist das, was wir da sehen? Was genau ist das? Nicht ins Lager benutzen. Das ist ein riesiger Klumpen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Scheiße, ey. Wir müssen irgendwie an diesem Fleischberg vorbei. Vielleicht ist es ja der Vasall des Königs, den er meinte. Der Riddell. Riddel.
Riddle, Riddle. Ah! Hat der mich erschrocken? Nach der offenen Tür in seiner Zelle oder was? Klares Wasser. Nice. Ich will Freek helfen. E1. Und ich brauche eine scheiß Abkürzung. Denn ansonsten dauert es einfach Ewigkeiten, um wieder zu diesem Punkt zu kommen. Das wollen wir ja auch nicht. Silberarmreifen. Oh. Ah, das ist die Lamellenrüstung, aber die haben wir ja schon. Das ist die Lamellenrüstung, die können wir eigentlich wegschicken. Ich weiß, ich könnte jetzt theoretisch den Helm austauschen, weil der mehr, ihr wisst schon, hat. Silberarmreifen. Elegante silberne Armbänder, die eine ebenso elegante Tracht ergänzen. Mit Gewissheit gehören sie einer adligen Tochter. Gewähren dem Träger mehr Seelen von getöteten Feinden, möglicherweise aufgrund ihrer unvorstellbaren Kosten. Ja gut, Leute, ich glaube, die nehmen wir. Wir können sie nicht nehmen. Warum nicht? Warum nicht? Ich weiß nicht, warum ich sie nicht nehmen kann. Ich will sie nehmen. Ecke möchte. Nein. Seht ihr das Symbol? Ganz links. Neben dem Bild. Das Symbol. Also rechts neben dem Bild. Bei den meisten Sachen ist das ein Kreis, der in der Mitte einen Schlitz hat. Hier bedeutet das wahrscheinlich, dass das nur für Frauen ist. Typ A. Das können nur Frauen tragen. Toll. Moment. Traut das Spiel etwa seinen Spielerinnen nicht zu, dass sie das Spiel bewältigen können, ohne mehr Seelen zu bekommen? Ist das eine Art von Diskriminierungsspiel? Okay. Wir kommen gleich wieder in die Nähe von diesem Fleischsack. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was ich gegen ihn machen soll. Der schießt halt unablässig seine Magie. Ich dachte gerade, ich bin in den Hundehaufen getreten. Zum Glück nicht. Zum Glück war ich nur in einem dämonenverseuchten Kerker. Bin ich hier schon, wo der Fleischkopf ist? Ist das hier? Königslotus. Da vorne ist interessanterweise eine... Wie viele Gliedmaßen und Körper sind in diesem Ding, in diesem Knäuel?
wenn eine Gangbang-Party schiefläuft. Das Ding ist ein Friedhof. Das ist ein einziger Friedhof, das Teil. Aber wir kriegen es down. Es ist zum Glück nicht besonders stark. Ich wundere mich, dass das Teil zaubern kann. Ich finde es so gut, dass wir jetzt uns schnell rollen können. Tausend! Yay! Altes Gewürz. Und das Ding stört mich nicht mehr. Was wahrscheinlich das Wertvollste von allen Dingen ist. Ich befürchte natürlich, dass das Ding respawnen wird. Dieser Triumph ist also nur von kurzer Dauer. So. Weiter geht's. Wir haben immer noch keinen Weg zu Freak gefunden. Und dieses gesamte Gebiet wird nicht unbedingt vertrauenswürdiger. Wenigstens sehe ich hier keine mehr von diesen Magiern. Also, was das Gegneraufkommen angeht... Jesus Christ. Welches Monstrum versteckt denn hinter einer göttlichen Statue eine Vierfachballiste? Sowas Perfides. Sowas Gemeines. Und noch mehr von diesen Teilen. Ich hoffe, das bringt am Ende irgendwas. Wieso ist das immer verschlossen? Wir müssen noch irgendwo Schlüssel finden. Wahrscheinlich auf der Ebene hier unten. So, hier war Mr. Fleischesack. Niemand versteckt sich in dieser Zelle. Niemand versteckt sich in dieser Zelle. Niemand hat vor, sich in dieser Zelle zu verstecken. Was ist das? Da leuchtet was. Da ist etwas. Was ist dort? Seele eines unbekannten Kriegers. Na gut. Komischerweise auf der Ebene auch gar keine Magier mehr oder so. Hoffnungskerker Ost. E1. Vielleicht hat ein Wärter die Schlüssel vertauscht. Warum kann man da rein? Das ging vorher die ganze...
Ich weiß nicht mal mehr, wo ich lang gehen muss. Wir kehren erstmal zum Nexus zurück. Denn ich befürchte, dass ich jetzt erstmal keinen weiteren Anlauf machen werde, beziehungsweise wir haben auch keine Heil-Items mehr. Dann kann ich auch nicht besonders viel tun. Na, was sagst du? Ah, ihr habt eine... Ich bin beeindruckt. Macht so weiter. Ich bin beeindruckt. Ich bin ein kleiner Spasti, der nur negative Sachen sagt. Doch unter ihnen fand er auch einen Wunderstein. Können wir mit dem Typen da drüben nochmal reden? Wir haben ja jetzt Freak gefunden. Bittet ihr um eine Lektion in Magie? Halt! Weg von dir! Okay. Wir sollten ein paar Seelen konsumieren. Und zwar, wir müssen mal gucken. Unbekannter Krieger. Wir nehmen mal 5. Das sind nur 1000. Das ist ein bisschen wenig. Seele eines unbekannten Helden, dann nehmen wir da mal 5. Das ist 2000, das ist ein bisschen mehr, das ist nicht so schlecht. Seele eines angesehenen Kriegers. 800. So, jetzt sind wir 5400. Wir haben nur noch Munition für das. Okay, das geht nicht aufs Gewicht, also ist das egal. Patches. Ich glaube, war Patches nicht am... Ich nehme gerne etwas von eurer... Ja, da... Ich glaube, Patches war am günstigsten. Oh. Nun, wir kennen uns schon lange. Wir kennen uns schon richtig lange, ja. So, ich würde sagen, wir kaufen davon mal 8. Und hiervon 4. Gute Ware, hä? Kommt bald wieder. Ich erwarte euch. Ich will die Seelen halt nicht verbrauchen, weil ich denke, dass ich damit noch was Cooles machen kann. Wie viel bringt das? 1000. Okay, das sind nochmal 4. Nun, wir kennen uns schon. Das sind nochmal 4 von dem. Na, jetzt haben wir zumindest schon mal wieder ein bisschen was. Das ist jetzt nicht so schlecht. So. Die nehmen wir da rein. Ah, ne, Quatsch. Das ist... So. Hier packen wir mal das Giftteil hin. Das Gewürz können wir da vielleicht nochmal hin tun. Und das klebrige weiße Zeug. Nein, Terpentin. Wir brauchen Terpentin. Ja, was für ein Gebiet, ey. Was für ein Gebiet. Vor allen Dingen ist dieses Gebiet so super lang. Ist das, euch das mal aufgefallen? Das ist echt super lang. Mann, wir spielen jetzt seit 1,5 Stunden da dran. Fast. Und sind noch nicht mal beim ersten Boss gewesen. Ist ganz simpel. Zum Tausch mit euren Seelen kann... So, bei ihm kann man ja offenbar keine Rüstung aufwerten. Man kann aber zum Beispiel das Schild aufwerten. Und was man bei ihm offenbar auch nicht machen kann, ist...
Waffen verzaubern oder so. Also er ist eigentlich nur der Bob-Schmied. Er ist ein richtiger kleiner Bob-Schmied. Ich könnte unseren Bogen verstärken. Das Problem ist, ich habe gerade keine Pfeile dafür und ich habe auch keine Seelen für Pfeile und ich hab gar nichts. Ja. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Sehr blöd gelaufen. Wie sieht denn unsere Ausrüstung aus? Ist das noch okay? Ja, schwarze Lederkluft ist vollkommen okay. Lamellenhelm geht auch noch, würde ich sagen. Der Speer. Oh, der Speer. Können wir da den Wetzstein hier mal nehmen? Einfach mal ausprobieren. Wow, das fetzt. Aber jetzt müssten wir eigentlich wieder... Jetzt sind wir wieder bei 160, sehr schön. Ja, das ist doch okay. Holzfokus lassen wir auch, das lassen wir alles so, wie es ist. Adhäsion war, dass man nicht ganz so viel Leben verliert. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt an der Stelle. Und beim nächsten Mal werden wir uns wieder in dieses Gebiet begeben und hoffentlich mehr Erfolg haben. Beziehungsweise, wir waren ja schon erfolgreich, aber... Das Ende war etwas unrühmlich. Und ich würde so gerne den nächsten Boss bekämpfen. Was sagst du, Ostrava? Okay. Die alte Leier. I want you for an adventure.